So, willkommen zum nächsten Video. In diesem Video wird es um die Sekundärliteratur zu Sallust gehen. Wir werden uns also zwei Monographien von Stefan Schmal aus dem Jahre 2014 und von Karl Büchner aus dem Jahre 1960 angucken. Und wir werden uns auch die Einleitung von Dieter Flach aus dem Jahre 2007 angucken. Und einen kleinen Aufsatz über das Jugurtha-Proemium von Lehmann. Stefan Schmal beschreibt das Leben und die Zeit des Sallust. Dieses behandle ich jedoch hauptsächlich in dem Video über Sallust selber und nicht hier. Man kann nur noch dazu sagen, dass Sallust ja als Homo Novus wahrscheinlich einen Patron gehabt haben muss. Und das könnte zum Beispiel Crassus gewesen sein. Später war er dann ja Anhänger des Cäsar, aber am Anfang hat ihn wahrscheinlich Crassus gefördert. Ganz wichtig bei Sallust, zentrales Thema ist der Machtkampf zwischen den Popularen und den Optimaten seit den Gracchen. Das nimmt Sallust sozusagen als Wendepunkt in der Geschichte. Ja, ca. 130, 120 vor Christus kann man sich da merken. Und laut Schmal kann man Sallust als Schriftsteller nicht mit dem Sallust als Politiker vergleichen. Es gibt eine deutliche Distanz, also er ist nicht persönlich in das involviert, was er schreibt. Obwohl es noch ein separates Video zur Coniuratio Catilinae gibt, behandeln wir hier auch einmal kurz den Inhalt. Zunächst im Proömium geht es darum, dass Sallust die menschliche Existenz erklären will und er sagt, Gloria ist sozusagen das Ziel der menschlichen Existenz. Gloria entsteht dadurch, wenn man geistige Arbeit mit einer ruhmvollen Tat verbindet. Sallust beschreibt hier auch seine Rechtfertigung und die Schwierigkeit, Geschichte zu schreiben. Und es gibt einen Exkurs kurz nach dem Proemium über den Sittenverfall der Römer seit Einnahme Karthagos und den Höhepunkt des Verderbens unter Sulla. Es gibt eine Vorgeschichte, in der Sallust die erste catilinarische Verschwörung beschreibt, die sogenannte, und eine Rede Catilinas an seine Anhänger darstellt. Nach der Rede sollen die Anhänger angeblich Menschenblut getrunken haben, laut Sallust. Es gibt auch noch einen Brief des Catilina an Catullus. Dann fängt die Geschichte richtig an. Cicero wird Konsul und er ist informiert durch seine Fulvia, die auch eine Geliebte des Quintus Curius ist. Genau, er alarmiert dann alle und Catilina kann wegen Ciceros Rede nicht Konsul werden. Und der Senat spricht das Senatus Consultum Ultimum aus und Catilina muss Rom verlassen. Es folgt ein Parteienexkurs, in der Sallust eine soziale Analyse der Anhängerschaft Catilinas vornimmt, aber auch vor allem Kritik an den Parteien übt. Die Optimaten kämpften laut Sallust für ihren eigenen Machterhalt und die Popularen hetzen das Volk gegen den Senat auf. Die Allobroger sind noch wichtig, ein Volk in Gallien. Catilina suchte nämlich deren Bündnis. Cicero erfährt aber davon und organisiert Beweismaterial. Er lässt sich nämlich eine schriftliche Erklärung geben. Und durch diese Briefe, die dem Senat vorgezeigt werden, kommt es dann zur Verhaftung und zum Verhör des Catilina. Es gibt eine ausführliche Senatsberatung, in der die Reden von Caesar und Cato dargestellt werden, die sogenannte Synkrisis, also eine vergleichende Charakterisierung. Ganz am Ende wird die Schlacht von Bistoria dargestellt, in der die konsularischen Heere dem Catilina gegenüberstehen und ihn besiegen. Hierzu gibt es auch ein eigenes Video, aber wir schauen uns nur kurz den Inhalt des Bellum Jugurthinum noch einmal an, um uns ihn in Erinnerung zu rufen. Mögliche Gründe für die Themenwahl des Sallust waren, dass er selber Statthalter in Afrika war, also die Lage vor Ort sozusagen kennt die Geografie. Außerdem stellte dieser Krieg eine innenpolitische Zäsur dar, denn zum ersten Mal wurde gegen die Nobilität vorgegangen. Das ist ganz wichtig für Sallust.
Der, die Darstellung dieses Krieges eignet sich also gut, um den Zusammenhang zwischen Innen- und Außenpolitik darzustellen und die aktuelle Staatskrise zu erläutern. Das Proömium ist ähnlich wie bei Catilina, der Geist soll den Menschen lenken, Geschichtsschreibung ist super nützlich, hier nochmal die Rechtfertigung. Daraufhin folgt eine kurze afrikanische Vorgeschichte, Jugurtha wird vorgestellt. Und ja, genau, er ist der uneheliche Königsneffe, der König Mekipsa misstraut ihm. Deshalb wird Jugurtha von ihm nach Spanien geschickt. Er hofft sozusagen, dass er dort stirbt. Aber Jugurtha sichert sich das Vertrauen der Römer und diese motivieren ihn noch mehr. Obwohl er ja eigentlich keinen Anspruch auf den Thron hat, weil er unehelich war. Mekipsa stirbt und Jugurtha tötet seinen Halbbruder Hiempsal und bekriegt seinen anderen Halbbruder Adherbal, der nach Rom fliegt und dort klagt. Aber die Freunde von Jugurtha in Rom erreichen eine Aufteilung zwischen Adherbal und Jugurtha von dem Land Numidien. Es folgt ein Exkurs über Afrika und danach geht es mit der Geschichte weiter. Jugurtha erzwingt die Aufgabe von Kirta, seine sehr wichtige Stadt in Numidien. Dort ist nämlich Adherbal und Jugurtha tötet ihn dann. Und auch alle, die dort wohnen. Darunter sind viele Römer. Das ist ein Problem, denn jetzt will Rom Jugurtha zurückschlagen. Das heißt, der Konsul Calpurnius Bestia kommt mit Truppen nach Afrika. Aber er erreicht nicht viel, sondern er wird bestochen und erreicht nur einen Waffenstillstand. Daraufhin folgt eine Kritik des Volkstribuns Gaius Memmius in Rom, der eine Rede hält für das Volk. Jugurtha kommt nach Rom, aber er wird gehindert, vor der Volksversammlung auszusagen. Also das Ganze bringt nichts, die Anstrengung von Memmius. Jugurtha schafft es sogar, einen weiteren Thronanwärter umzubringen und Rom problemlos zu verlassen. Also es gibt jetzt diesen Krieg zwischen Jugurtha und Rom. Und Rom erfährt auch eine Niederlage, und zwar 110 vor Christus. Angeblich musste es sogar durch das Joch durchgezogen sein. Daraufhin folgt der Parteienexkurs, also die Entstehung und das Unwesen der Parteiungen und Cliquen in Rom, Popularen versus Optimaten. Als nächstes tritt ins Spiel der Feldherr Metellus, der hat auch relativen Erfolg. Er behandelt das Heer sehr viel strenger, aber sein Unterführer Gaius Marius, die Hauptfigur, sag ich mal, in dieser historischen Monographie, setzt sich durch und wird Konsul und dann erhält Marius das Oberkommando. Zwischen Metellus und Marius gibt es sozusagen eine Feindschaft daraufhin oder schon vorher. Es wird dargestellt eine Rede des Marius vor der Volksversammlung. Genau, Marius ist, so wie Sallust selber auch, ein Homo Novus und ganz und gar wird er gezeichnet als ein Mann des Volkes, ja, als ein Popular gegen den Optimaten Sulla. Sulla ist der Reiterführer unter ihm und er wird aber auch als talentiert und beliebt dargestellt und Sulla erhält sehr viel Aufmerksamkeit am Ende. Am Finale bringt er den König Bacchus dazu, seinen Schwiegersohn Jugurtha auszuliefern. Jugurtha wird dann gefesselt nach Rom, abgeschleppt, sozusagen ein Happy End. Schauen wir uns nochmal an, was Karl Büchner über Sallust sagt, welche Thesen er da aufstellt. Karl Büchner sagt, dass Sallust die Gegenwart aus der Vergangenheit erklären will. Es gab früher immer die These der Tendenziosität des Sallust, also dass man ganz klar seine politische Handlung aus den Werken herauslesen kann, dass er popular war. Aber seit Klinger und Drexler gibt es einen Umschwung in der Forschung und man sagt, naja, so klar ist das ja gar nicht. Eigentlich kann man doch sehen, dass es einen Bruch gibt. Und man kann nicht Sallust den Politiker gleichstellen mit dem Historiker Sallust. Büchner führt auf, was Sallust in seinem eigenen Leben alles miterlebt hat. Vor allem wichtig das Konsulat von Pompeius und Crassus, wo die sullanische Ordnung wieder aufgehoben wurde. Dann Pompeius' Vernichtung des Sklavenheeres und sein Erfolg sowohl im Seeräuberkrieg als auch im Kommando im Osten.
Er hat auch als junger Mann Catilinas Verschwörung miterlebt, wobei Cicero ja der Konsul war. Er hat das Triumvirat zwischen Pompeius, Caesar und Crassus miterlebt, Ciceros Verbannung und natürlich Caesars Diktatur. Die Vermutung von Büchner ist, dass Sallust von Anfang an popular eingestellt war und vermutlich am Anfang ein Anhänger des Crassus war. In seinen Büchern setzt sich Sallust mit der Diktatur Sullas auseinander, die er als Höhepunkt des Verderbens sieht. Clodius verfolgte im Nachhinein die Hinrichtung der Catilinara dank der Lex Porcia. Das ist auch wichtig, denn Sallust hatte sozusagen dann recht, damit Catilina als Dämon darzustellen. Die Figur des Metellus wiederum ist im Jugurtha sehr wichtig und das kann man so interpretieren, dass die Virtus bedeutet, die Fortuna zu überwinden oder zu meistern. Es gibt außerdem zwei Briefe des Sallust an Caesar, in denen der sich als Imperialist darstellt und Caesar als Retter der moralischen Struktur anspricht. Büchner stellt heraus, dass es im Catilina und im Jugurtha Proemium ähnliche Gedanken gibt. Es geht um eine kurze Anthropologie, also eine Erklärung des Menschen. Der Wert der Virtus wird herausgestellt, aber Virtus ist immer mit Ingenium, also mit geistigen Tätigkeiten verknüpft. Das Ziel ist Gloria und Memoria, also der Ruhm, der unsterbliche Ruhm. Im Jugurtha Proemium ungefähr gleiche Gedanken, der Geist soll der Lenker der Menschen sein und Sallust legt Rechenschaft ab über seine neue Lebensform als Historiker. Hier wird deutlich bei Sallust, dass die Motivation des Historikers ist, die Ursachen zu ergründen, also die Gegenwart aus der Vergangenheit zu erklären, sowohl anthropologisch als auch äußerlich. Die Gegenwart ist also wird so gesehen. Die Gegenwart wird als Ergebnis der Geschichtsentwicklung gesehen. Der Parteienexkurs im Jugurtha zeigt auch, dass Sallust Epochenjahre sieht, und zwar den Wegfall Karthagos als Feind 146 vor Christus und die Gracchische Revolution 133 bzw. 121 vor Christus. Es gibt auch einen kleinen Exkurs über Sulla. Sallust zeigt also sein Interesse an Sulla und er war natürlich gegen Sulla, aber trotzdem erkennt man eine relativ unparteiische Beschreibung. Bei Dieter Flach geht es auch sehr viel um die Geschichte der Geschichtsschreibung, also wie ist die Geschichtsschreibung entstanden. Er verweist zum Beispiel auf Aristoteles in seiner Poetik, die darüber handelt, wie die griechische Tragödie entstanden ist und welche Unterschiede es zur Geschichtsschreibung gibt. Sein Schüler Theophrast arbeitet die Gesetze der Historiographie nach. Es ist sozusagen gleichzeitig ein Leitfaden wie auch der Werdegang der Geschichtsschreibung beschrieben. Vom Anfang der Gattung, als es noch kunstlose Chroniken waren, bis zum griechischen Höhepunkt der Geschichtsschreibung Thukydides mit seinem Geschichtswerk über den Peloponnesischen Krieg. Seiner Meinung nach soll ein Geschichtsschreiber sehr geschult sein. Er soll Anschaulichkeit und Vielfalt darstellen durch Wechsel aus Rede, Bericht. Zwei Anforderungen gibt es da. Einmal die Energeia, Visual Vividness, also die Bildhaftigkeit, und einmal die Poikilia, also Variety und Complexity. Ganz genau. Und auch Sallust strebt diesem Ideal des Thukydides nach. Er verfolgt die Wirklichkeitstreue und die Stilhöhe der Erzählung. Er bildet auch Reden nach, typische Gattungsmerkmal der historischen Monographie. Und er erzählt die Handlungsabläufe mit möglichst großer Anschaulichkeit. Cicero war es, der sich auch sehr für die Entwicklung der Gattung Geschichtsschreibung interessiert hat. Und er schreibt darüber in seinem zweiten Buch über den Redner und in seinem ersten Buch über die Gesetze. Er beschreibt die römischen Geschichtsschreiber Cato, Pictor, Piso, Antipater, Marker und Cicena, die er also für wichtig hält.
Er beschreibt, dass die Anfänge bei den nüchternen Annalen des Pontifex Maximus angefangen haben. Die Annales, in denen jedes Jahr beschrieben wurde, wer der Konsul ist zum Beispiel. Laut Cicero ist kein römischer Geschichtsschreiber vergleichbar mit den griechischen Höhepunkten der Geschichtsschreibung Herodot oder Thukydides. Cicero sieht das Ideal des Geschichtsschreibers, wenn er die Wahrheit sagt, also möglichst nah an der Wahrheit bleibt und dabei auch noch eine gute Wortwahl und gute Ausdrucksweise hat. Schauen wir uns mal zusammen Sallusts Vorbilder an. Das sind vor allem auf der griechischen Seite Thukydides und auf der römischen Seite der alte Cato. Mit der Rückbesinnung auf Thukydides folgt Sallust der klassizistischen Lehre, ist also gegen das künstlerische Prinzip der Geschichtsschreibung des Hellenismus. Daraus folgt, dass Attizisten und Cicero Anstoß nehmen an Sallusts Archaismen, dass er versucht, besonders altertümlich zu schreiben. Sallust folgt der historiografischen Tradition, indem er die Bildhaftigkeit verbindet mit dem Movere, also dass er den Leser bewegen will, aber er ist nicht rhetorisch dramatisch. Sallusts Problem beschreibt er selber, dass die Worte den Taten gleichkommen müssen. Hier gilt das Gebot der Mimesis, das Prinzip der Nachahmung im Sinne des Aristoteles, aber das steht im Unterschied zur Imitatio, der kunstgerechten Nachahmung älterer, meist antiker Vorbilder. Sallust stellt sich ganz klar hinter Cato und Thukydides und rühmt diese und eifert ihnen nach. Und er rühmt auch die Wahrheitsliebe des Fannius zum Beispiel. Dieser schrieb nämlich über die Gracchus-Brüder, obwohl er politisch auf der anderen Seite war, also ein Optimat war. Gut ist bei Sallust, dass er es schafft, die Perspektive zu wechseln, aber darunter leidet, dass er zum Beispiel manchmal die Zeitabfolge missachtet. Zum Beispiel im Catilina, der Senat hatte schon im Oktober den Ausnahmezustand verhängt und diesen nicht erst nach Ciceros Rede verhängt, so wie es im Catilina dargestellt wird. Damit könnte man sagen, dass Sallust sich nicht vollständig auf Thukydides zurückbesinnt, er nimmt sich nämlich mehr Freiheiten heraus. Schauen wir uns mal an, was Sallust mit Thukydides gemeinsam hatte. Beide wollen das menschliche Handeln erklären. Sallust bemüht sich genau wie Thukydides um die Wahrheit. Er hat einen recht kantigen Stil und benutzt bewusst altertümliche Sprache, also die Archaismen. Außerdem folgen natürlich beiden den Gattungsmerkmalen der historischen Monographie. Es gibt also Proömien, Charakterisierungen, Reden, Exkurse, bildhafte Darstellungen. Die Wechselwirkung zwischen Innen- und Außenpolitik wird bei beiden dargestellt, sowie eine Synkrisis. Also bei Sallust ist der Vergleich von Cäsar und Cato. Bei Thukydides ist es Athen und bei Sallust ist es Rom, aber beide beschreiben sowohl die Größe und den Verfall ihrer Stadt. Die Unterschiede zu Thukydides sind, dass Sallust eher kühne Sprachbilder verwendet, die nicht sehr alltäglich sind. Und Sallust wurde sehr geprägt von seiner Zeit, von den Kriegen und Machtkämpfen der späten Republik. Und deshalb kann er nicht komplett zu Thukydides zurückkehren. Außerdem hat er nicht die Sachlichkeit des Thukydides. Er verteufelt zum Beispiel den Catilina, beschreibt seine verdorbene seelische Verfassung und so weiter. Außerdem haben die Reden des Sallust weniger Gehalt, zum Beispiel die des Cato und des Cäsar. Die Reden enthalten deutlich weniger sachliche Substanz. Außerdem wichtig sind noch die Ähnlichkeit zu Cato dem Älteren, dem sozusagen dem Begründer der lateinischen Geschichtsschreibung. Denn hier bekommt Sallust seine archaische Ausdrucksweise her. Außerdem ahmt er dessen Kürze, Brevitas, nach. Beide folgen einer moralpolitischen Denk- und Betrachtungsweise und beschreiben den Sittenverfall in einer Niedergangsstimmung sozusagen.
Der Grundgedanke ist hier, dass die Menschen demoralisiert werden durch den Wegfall der Gefahr von außen und eine zu große Machtstellung. Das ist so ein typisches Geschichtsbild gewesen, was daraufhin sich auch weiterhin durch die Geschichtsschreibung gezogen hat. Sallusts Leitfaden ist also vor allem die Kürze und die Wahrhaftigkeit. Dem hinzuzufügen ist noch, dass Sallust sich außerdem auf griechischer Seite auf Polybios bezieht, obwohl er nicht wirklich dessen Stil der Sachlichkeit folgt, und auf Poseidonius, der schon damals angefangen hat, die menschliche Psyche als Ursache für geschichtliche Ereignisse zu sehen. Darauf bezieht sich Sallust dann ja auf jeden Fall, denn er versucht das Gleiche. Ganz wichtig bei Sallust ist auch die Epochentheorie. Sallust versucht nämlich, die Zeitgeschichte zu periodisieren. Wo gibt es also Einbrüche? Vor allem sieht er immer wieder das Schicksalsjahr 146 vor Christus, die Zerstörung Karthagos. Und auf der anderen Seite sieht er auch 13 Jahre später, Tiberius Gracchus versucht, das Ackergesetz ohne den Willen des Senats nur mit Hilfe des Volkes durchzubringen. Woraufhin dann eine Auseinandersetzung im Inneren folgte, die Machtkämpfe zwischen Optimaten und Popularen. Und die Frage des Geschichtsschreibers ist natürlich, wie kam es dazu? Und Sallusts Antwort darauf ist, dass durch den Wegfall der äußeren Bedrohung des Staatsfeindes Karthago die innere Zersetzung einsetzt. Dieses Ideengut stammt nicht ursprünglich von Sallust. Die Überzeugung, dass die Zerstörung Karthagos zum Nachteil für die Römer war, war schon so ein bisschen im Gemeingut, im Gedankengut des römischen Denkens vorhanden. Seit Platon und seit Polybios und Poseidonius gibt es diesen Gedanken, also auch schon im alten Griechenland. Die Geschichtsschreiber wollten eine Epochengrenze finden, einen Wendepunkt, eine Peripatie. Wo ist der Umschwung in der Geschichte? Sallust sieht drei mögliche Umschwinge. Einmal beschreibt er im Jugurtha ja die Fortuna als Grund für den Umschwung beim Feldherrn Marius. Auf der anderen Seite beschreibt er im Parteienexkurs im Jugurtha ja die Teilung zwischen Optimaten und Popularen, die er auf den Epochenbruch des Tiberius Gracchus zurückführt. Auf der anderen Seite sieht er auch wieder Sulla als Epochenwende und seinen Feldzug gegen Mithridates, also das Jahr 83 vor Christus. Man sieht also, dass er sehr stark versucht, Zersetzungserscheinungen auf eine Ursache zurückzuführen, aber es ist kein in sich geschlossener Gedankengang. Die ganzen verschiedenen Epochen sind nicht wirklich miteinander vereinbar. Ein weiteres Problem bei Sallust ist, dass er die Machtkämpfe zwischen den Optimaten und Popularen falsch interpretiert als Machtkämpfe zwischen Volk und Adel. Hier gibt es also eine Vereinfachung. Dadurch entsteht das Trugbild, dass der Senat gegen die Plebs war. Aber in echt ging auch ein Riss quer durch die Senatorenschaft. Und so wie Sallust das macht, dass er die Ständekämpfe in der früheren Republik mit den späteren Bürgerkämpfen vergleicht, so kann man das eigentlich nicht sehen. Es gab ja seit 287 vor Christus schon die Lex Hortensia, die die Gleichberechtigung der Plebs in Bezug auf die Gesetze forderte. Trotzdem, ja, hier nochmal das Urteil der Nachwelt über Sallust. Sallust wird oft gesehen als der zweite Thukydides. Und Tacitus und Quintilian greifen beide auf ihn zurück. Ja, vor allem Tacitus begründet erst die Tradition, so wie Sallust zu schreiben, und ahmt ihm nach. Als letztes schauen wir uns noch den Aufsatz von Lehmann an, der sich hier zum Beispiel das Jugurtha-Proemium genauer angeschaut hat. Und zum Aufbau sagt er, dass es eine antithetische Gegenüberstellung gibt. Also auf der einen Seite stehen die falschen Aussagen der Menschen und auf der anderen Seite die richtige These des Autors, die hören wir gleich. Es gibt also eine Zickzack-Bewegung, eine sehr dynamische, aber Lehmann sagt, dass es trotzdem ein einheitlicher Gedankenstrom ist.
Die These ist, Sallusts These, dass alle Bestrebungen schlecht sind, die nicht auf das Allerhöchste gerichtet sind. Und was ist nun das Allerhöchste? Er folgt auf der einen Seite der Philosophie Platons, dem Dualismus, also die ewige Seele versus die Vergänglichkeit des Weltlichen. Aber bei Sallust ist es etwas anders, denn bei Sallust ist auch der Ruhm unsterblich oder sogar vor allem der Ruhm, denn Gloria ist bei ihm das Ideal. Lehmann sagt, man sieht, wie wenig wirkliche Bedeutung die Unsterblichkeit der Seele für den Römer hatte. Hiermit entfernt sich Sallust also gleichzeitig wieder von der Philosophie Platons und auch der Stoa. Man sieht ein wenig den Einfluss von Poseidonius, denn auch er hält die Gloria für gut und unsterblich. Aber insgesamt gibt es sozusagen keine Gesamtquelle für Sallusts Gedankengut. Der Unterschied zum Jugurtha-Proömium ist... Obwohl in diesem Proömium sehr viele gleiche Gedanken vorkommen wie auch im Catilina-Proömium schon, gibt es trotzdem eine Akzentverschiebung, denn Sallust, der vorher noch im Catilina-Proömium die Virtus als wichtigste Tugend herausstellt, sieht es nun bei dem Animus oder dem Ingenium, also der Geist ist hier im Vordergrund. Das ist so ein bisschen eine Vorbereitung von Sallust auf die Anerkennung der geistigen Tätigkeit, denn er redet ja danach darüber, wie toll die Geschichtsschreibung ist. Außerdem sagt Lehmann, dass Sallust in diesem Proömium mehr polemisch ist und irgendwie ergriffener. Im Jugurtha-Proömium kann man also laut Lehmann vor allem zwei Themen ausmachen. Einmal die Invektive gegen die politische Praxis seiner Zeit. Dabei charakterisiert Sallust seine eigenen politischen Bestrebungen von damals als Ambitio Mala. Dann kann man sich fragen, hat er jetzt aus seiner Erfahrung gelernt? Hat er jetzt Distanz erreicht? Außerdem äußert Sallust sich abfällig über die Männer im Senat, die neuen Männer. Und da fragt Lehmann dann, könnte man das vielleicht verbinden? Welche Männer genau meint Sallust damit? Ist es möglich, das zuzuordnen? Und Lehmann sagt außerdem, dass Sallust das Thema Jugurtha gewählt hat, weil es die Anfänge der aktuellen, also zu Sallusts Zeiten aktuellen Parteienmachtkämpfe enthält. Außerdem kommt das Thema vor der Rechtfertigung, warum Sallust jetzt Geschichte schreibt. Und Sallust sagt, die Geschichtsschreibung ist sehr nützlich für den Staat. Aber das Problem ist, dass er keinen Grund findet. Er sagt nicht, warum die Geschichtsschreibung denn so nützlich sein sollte. Und laut Lehmann ist das das Paradox der Proömien. Insgesamt kann man deshalb wahrscheinlich feststellen, dass Sallust der Abschied aus der Politik schwer gefallen ist und man könnte eine Verbitterung spüren oder annehmen. Ein Zitat noch aus dem Aufsatz: Sallust bleibt als Mensch, als Politiker und auch als Historiker ein Opfer seiner Zeit. Einer Zeit, vor der ihn ekelte, aber die ihn zugleich bis in das Tiefste seines Wesens fesselte.